Rein, ihr Lieben, wir gehen heute in FIA European Truck Racing Championship rein. Das ist das Karrierezentrum. Hier entscheiden Sie, ob Sie an der European Truck Racing Championship oder an der World Series teilnehmen möchten. Bevor Sie wählen, brauchen Sie zuerst eine Lizenz. Also, auf zum Abschnitt Lizenz. Ich hab gerade die Lautstärke des Spiels so eingestellt. So eingestellt, dass das Auto nicht so laut ist. Ich hab den Master auf 20% runtergedreht und der Typ brüllt. Brüllt mir die Ohren voll. Alter. Okay, Lizenzeinführung. Das sind die Prüfungen, die Sie absolvieren. Jede Prüfung bietet eine andere Herausforderung. Sie müssen alle abschließen, damit Sie Ihre Lizenz bekommen. T-Sport Racing und Tennessee Racing haben Ihnen für die Prüfungen Ihren Truck geliehen. Achten Sie darauf, dass er im 1A-Zustand bleibt. Viel Glück. Okay, 15 Prüfungen. Ich würde sagen, wir gucken mal, wie sich das alles fährt hier. Wir sind in Zolder. 8,8 Sekunden, um zu beschleunigen, oder was? Okay. Diese Prüfung zeigt Ihnen das Fahren auf der Geraden. Der ist und immer das noch zu laut. Was ist los? Oh, mit Slalom. Okay. Oh nein, ich bin im Rückwärtsgang. Ich bin im 5... Ach, 5L ist wahrscheinlich ein kurzer Gang, ne? Jo, Alter, die Beschleunigung mit 7H war auch nicht schlecht. Ja, Mann, Gold! Alles auf... Oh Gott, so, aua. Alles auf Gold reloaded. Jetzt in 4 European Truck Racing Championship. Schriesal. Diesmal fahren sie ein bisschen... Alter, rede doch nicht! Oh, oh. Okay. Oh mein Gott. Warum zittert die Uhr rechts oben so, die Stoppuhr, die mitläuft? Die zittert voll, die ist aufgeregt. Diese Anhalteprüfung gibt... Die hab ich auch nicht dran gewöhnt. Soll ich in dieser Zone... Oh, oh, oh. Ich kann schon vor dem Start hochschalten, okay. Ja, Gold! Sie müssen in dieser Prüfung ein bisschen voraus. Alter, das ist echt unfassbar. Oh, oh. Nein, nein! Nicht doch, Monika! Ja, Mann, Gold, aber so richtig Gold. 7,3 Sekunden fast. Slalom. Hä, wir sind noch am... Wir sind schon am Anfang Slalom gefahren. Beim Slalom. Bro, Alter. Oh, 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 oh nein, das... Ich muss jetzt nicht wirklich... Jetzt weiß ich auch, warum ich die ganze Zeit scheitere, weil ich mir selbst das Ziel auferlegt habe, so schnell zu fahren, wie es tatsächlich für... Also, das wird doppelt und dreifach und vierfach für Gold oder Platin reichen, Digga. Wasserkühlung. Oh, das ist interessant. Weil die Bremsen muss man auch mit Wasser kühlen. Das ist wie, wenn ihr einen extrem... Beachten Sie die... extrem krassen PC habt, das ist mit Wasserkühlung. Das ist mega cool. Oh, ich hab runtergeschaltet. Jo, Alter, wie der abgeht. Oh mein Gott, das ist... Also Geschwindigkeitsgefühl ist echt not bad. Bis wohin muss ich kommen? Oh, das mit der invertierten Schaltung killt mich. Musste die Bremse gar nicht verwenden bisher, kaum. Oder kaum.
Spaß hat. Hä? Dass es überhaupt zählt, ist eine Frechheit. Ja. Nutzen Sie, was Sie bisher gelernt haben und bremsen Sie rechtzeitig. Aber behalten Sie genug Tempo, um schnell wieder aus der Kurve herauszukommen. Nutzen Sie, was Sie bisher gelernt haben, außer das mit dem Bremsen und der Kühlung halt. Easy! Okay, ab. Ihre Bremsen bauen. Oh, hey, oh, oh, ayo! Oh, ha! Oh ja, Alter, der siebte Gang hat so einen Moment so. Wui, dann geht er richtig ab. Was heißt hier Strahl? Bro, der hat plötzlich so einen Drehmomentanstieg, das geht einfach ab. 35,5, nice. Bro, was für Zielvorgaben sind das? Hä? Oh ja, 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 nicht untersteuern. Ja, Mann, rein da! Sie müssen genau Bescheid wissen, was zu tun ist, wenn Sie eine Durchfahrtsstrafe kassieren. Sie erfahren es in diesem Test. Ich fahre da jetzt einfach volle Kanne rein. Ich kann die Boxen einfach auch einfach nicht verpassen, wenn es so. Leute, ich muss ja wirklich nicht bremsen. Ja. Und sonst so? Oh, 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 und es geht los, es geht los, es geht los. Kimi bellt auch schon vor Aufregung. Wisst ihr, was das Schlimmste ist, wenn du hier kein Gold holst? Oh nein, bitte nicht. Wenn du hier kein Gold holst, musst du die ganze Sache nochmal machen. Und dann musst du wieder eine Minute warten. Ha! Aber um 5 Sekunden getoppt, weil ich gut durch die Durchfahrtsstrafe gekommen bin. Nutzen Sie alles, was Sie bisher gelernt haben. Oh Gott, Alter, jedes Mal aufs Neue. Ey, die Fahrphysik ist super schwammig, aber das könnte halt eins zu eins so sein, dass sich Trucks genauso heavy anfühlen, wie es hier den Anschein macht einfach. Das ist die Lizenz. Das ist sie. Mmh! 7,5 Sekunden schneller als Zielzeit. Boah, Kuss auf Bizeps. Glückwunsch. Sie haben eine Lizenz. Jetzt können Sie Rennen fahren. Jetzt können Sie auswählen, an welcher Meisterschaft Sie teilnehmen möchten. Oh, guck mal. Ungarn ist das erste Rennen. Das ist die Tabelle der Fahrermeisterschaft. Sehen Sie hier regelmäßig nach, wie Sie abschneiden. Punkte. Rennen 1 und 3. Was? Okay, noch komplizierter hätten Sie es nicht machen können. Ja. Ja, Startaufstellung. Oh, Reverse Grid in Rennen 2 und 4. Mhm, mhm. Der Grammar Cup ist auch da, also für Leute, die gute Grammatik haben. Okay, gehen wir rein. Misano ist das erste. Das sind die verfügbaren Verträge. T-Sport. Ich mag Tee. Ausgezeichnet. Glückwunsch zur Unterzeichnung Ihres ersten Profivertrags. Mag Tee. Und jetzt auf ins Rennen. Mag Tee mehr als Kaffee. Okay, rein in den Lachs, erstes Rennwochenende. Endlich ist das Rennwochenende gekommen. Warum nicht mit Lenkrad, weil ich da nicht so gut Wasser lassen könnte. Und 2:11:08. Nice, Pole Position. Hm. Ach, jetzt haben wir doch mal eine Super Pole. Okay, rein da. Okay, eine Chance haben wir jetzt nochmal für eine gute Runde. Ich würde ein bisschen langsamer, weil ich fahre jetzt gerade, also die KI fährt halt jetzt für mich an, ne? Ja, Mann! Rein da! Das sieht ganz gut aus. Das wird auf jeden Fall nicht so schnell wie die Zeit eben, aber das ist auch hier Super Bowl langsam angefahren. Doch, es ist schneller! 2:10:05! Super Bowl! For Mercedes, MAN, Scania, Iveco, Freightliner. The FIA European Truck Racing Championship is about to start. Also irgendwie ganz geil gemacht. Das ist gerade cooler als in F1. Also hart aufs Herz. Mega geil. Also wirklich, ich finde gerade die Präsentation richtig cool. Wenn es so durch die Reihen gehen würde in F1, fände ich es geil. FIA ETRC is ready to race. Okay, ein bisschen cringe finde ich es aber trotzdem so manchmal. Also die Stimmen sind halt so unangenehm laut im Vergleich zum Rest des Spiels, dass das wirklich unangenehm macht. Ladies and Gentlemen, let's get ready. 6 Runden. Okay. Let's go.
Auf geht's. P1 gehalten. Sehr gut. Weiter. Ich muss halt auch nicht viel tiefer als 500 Grad hier sein, weil hier muss ich auch nicht mehr bremsen bis zum Ende dieser Geraden dann. Bro, ich bin halt einfach ein bisschen schneller als die, ne? Was geht ab? Ich bin halt ein bisschen OP. Oh, 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 oh. Sie sollten Ihre Position halten. Danke für den Hinweis. Sie sollten Ihre Position halten. Alter, sagt die das jetzt im Loop oder was? Sie sollten Ihre Position halten. Alter, die sagt das jetzt wirklich zweimal pro Runde. Sie sollten Ihre Position halten. Okay, konzentrieren gut, Sie sich. Machen Sie weiter Druck. Okay, ja, danke für die Info. Jetzt muss ich nicht die Position halten, sondern ich muss mich konzentrieren und weiter Druck machen. Sie sollten Ihre Position halten. Das muss doch irgendeinem aufgefallen sein, dass es nicht motivierend ist, wenn das dir die ganze Zeit jemand im Loop sagt. Ja, mal gucken, ob ich am Ende des Rennens noch ein bisschen Wasser übrig habe. Ich glaube, das wäre mal so ein kleines Ziel noch für mich. Noch wenige Runden. Machen Sie weiter Dampf. Ihre Rundenzeiten werden immer besser. Nur weiter so. Ja, also machen Sie weiter Dampf. Heißt, sie möchte, dass ich Wasser rausballer. Sie sollten Ihre Position halten. Okay, konzentrieren Sie sich. Machen Sie weiter Druck. Mhm. Oh no, oh no, oh no. Jetzt hat sie mir zu viel Druck gemacht. Nein. Fahr! Warum hast du so einen Wendekreis wie ein LKW? Weil du ein Truck bist, ich weiß. Oh oh. Oh oh. Okay, jetzt machen sie weiter Druck. Gott, Apex komplett verpasst. Spielt der da vorne? Apex ist Lava? Was für Linien fährst du? Du bist doch Profi-KI. Hallo. Okay, auf geht's. Letzte Runde jetzt. Wir haben die Chance. Noch eine Runde. Send it! Okay, weiter. Wenn Sie eine Lücke sehen, nutzen Sie sie. Oh, Bro, rede doch bitte nicht so extrem viel, ey. Oh, 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 er ist die Streckenbegrenzung überfahren. Gutes Überholmanöver. Bomben, gutes Überholmanöver. Danke. Ich bin auch so stolz darauf. Okay, konzentrieren Sie sich. Machen Sie weiter Druck. Ey, du weißt, was passiert ist, als du das letzte Mal gesagt hast, oder? Hör auf! Don't jinx it! Geiles Spiel. Geiles Spiel. Wassertank leer, ist mir egal. Yes, baby! That's the win for us! Und das schnellste sind die Runde. Ergebnisse des Rennens. Sie sehen die Position der einzelnen Fahrer und die Punkte, die sie im Rennen gewonnen haben. Im Ziel auf dem ersten Platz! Ich weiß, es ist unfassbar, ne? Und im Grammar Cup ist Ray Coleman auf 1. Was heißt das? Irgendwas. Weiter. 20 Punkte das für Gaming Dave. Das ist die aktuelle Fahrertabelle. Hier können Sie sehen, ja, wie Mann. Sie im Vergleich mit anderen Fahrern abgeschnitten haben. Podiumszeremonie sieht irgendwie Hintergrund cool aus. Fahrer sehen komisch aus ein bisschen. Das gut gemacht. Sie haben ihr erstes Rennen bestritten. Damit hat offiziell ihre... Lustig. Glückwunsch. Sie haben es zum Titanfahrer gebracht. Jetzt gehören Sie zu den besten Fahrern im Feld. Ab jetzt erhalten Sie Verträge von den Top-Teams. Okay.